ich sitze jetzt am Flughafen. Und zwar hatte die, wo ich das Airbnb gebucht habe, hat mir jetzt gesagt, dass sie mich nicht dort wohnen lassen kann, weil es ist ein Shared Apartment. Das heißt, dass ich meine Quarantäne dort nicht vollziehen kann, weiß ich nicht. Auf jeden Fall muss ich jetzt schauen, wo ich heute schlafe, weil ich kann erst ab morgen in dieses Studentenwohnheim. Ja, jetzt habe ich mal dem Tutor von mir geschrieben. Vielleicht kann er mich eben jetzt, also er kommt jetzt dann in einer halben Stunde, holt er mich ab vom Flughafen, weil ich sitze jetzt da schon 40 Minuten. Ich weiß noch immer nicht, wo ich heute schlafen soll. Und er ist so nett, also ich hoffe, dass ich heute irgendwo schlafen kann, aber so weit, so gut. Also mal ein guter Start in mein Auslandssemester. Oh, ich bin da. Es fühlt sich so... Oh Gott, okay, warte. Wow. Okay, das ist... Oh. Das ist die Aussicht hier. Wow, und so viel Schnee. Okay. Schaut nicht aus wie ein Smiley. Aber, you get the idea. Ich muss jetzt dann noch einkaufen gehen. Ich habe seit gestern nichts gegessen. Also, ich muss noch Lebensmittel einkaufen. Vielleicht muss ich noch staubsaugen. Dann zum Ikea sollte ich auch. Aber es ist halt irgendwie blöd mit dem Zug Ikea einkaufen. Aber auf jeden Fall sollte ich mal was essen, weil ich habe gestern den ganzen Tag nichts gegessen, bis auf Pommes. Und heute noch gar nichts, außer ein bisschen von dem Mohnstrudel. Mein Fazit bis jetzt, so far so good. Also gestern, oh, okay, story time. Gestern bin ich gelandet. Supi, fliegen ist eh nicht so meins, aber ja, hat funktioniert. So, dann steige ich aus dem Flugzeug aus. Also halt gehe halt zu diesem, wo man halt sein Gepäck abholt. Und schalte halt den Flugmodus aus. Auf einmal sehe ich, dass mir die vom Airbnb geschrieben hat, ja, dass ich halt nicht bei übernachten kann. Great. Ich treffe mich jetzt nachher noch mit der Sophie, die ist aus Südkorea, weil sie gibt mir einen WLAN-Router, sonst muss ich einen kaufen. Und sie zieht nämlich in 2 Wochen aus, das heißt, sie fliegt wieder nach Hause. Okay, soweit so gut. Ich habe jetzt das meiste schon eingeräumt. Auch hier, Koffer ist soweit, ja, leer. Sollte ich nur eben noch Lebensmittel einkaufen, was essen, what else? Genau, Pflanzen kaufen, maybe? Weiß ich nicht, ich brauche noch Kleiderhaken, Teller und so Sachen und deswegen werde ich schauen, dass ich jetzt zum Ikea fahre und vorher muss ich eben noch mich mit der Sophie treffen, wegen dem WLAN-Router. Deswegen, ich hoffe, dass ich alles irgendwie tragen kann. Kann ich jetzt dann schon losgehen? Und ja, boah, ich habe noch nasse Haare, ich habe leider keinen Föhn mit. Dann sollte ich, wie gesagt, noch ein bisschen putzen hier. Und ja, das Bett überziehen. Ich werde mir noch einen Polster auch kaufen. Ich weiß nicht, wo ich das dann alles hingebe, wenn ich wieder ausziehe. Aber vielleicht kann ich es ja dann auch so machen, dass irgendetwas braucht. Okay, also ich gehe jetzt gerade zum Zug und ich fahre jetzt dann zum Pasila, also Richtung Innenstadt einkaufen und ich weiß nicht, ob ich heute noch zum Ikea fahre oder erst morgen oder so. Es ist auf jeden Fall kalt. Okay, es ist jetzt 13:30 fast und ich bin jetzt bei Papas. Das ist so ein Falafelladen und ich habe mir jetzt eine Pita bestellt mit Falafel und Hummus. Also ich hoffe, man kann mich hören. Es ist sehr laut hier. Ich werde gerade sehr, sehr komisch angeschaut, weil ich mich selbst filme. I mean, verständlich. Hi, ich melde mich jetzt nochmal. Ich bin schon so erledigt. Ich war jetzt dann vorhin in der Mall und zwar beim Lidl einkaufen und
fahre jetzt dann später noch zum Ikea. Und zwar, es war so schwer, das alles zu tragen. Vor allem im Rucksack, mir tut schon alles weh von gestern. Ich habe jetzt auch schon mein WLAN. Das heißt, Internet ist im vollen Gange. Ich muss dann noch zum Ikea fahren wegen Tellern und so. Puh, ich bin froh, ehrlich gesagt, wenn der Tag aus ist. Bis jetzt sehr stressig, aber das sind halt die ersten Tage so. Okay, ich bin gerade am Weg zur Busstation, dass ich dann zum Ikea fahren kann. Und ich hoffe so sehr, dass unten jetzt eine Busstation ist. Es schaut so überhaupt nicht so aus. Aber anscheinend ist da die Autobahn, I guess. Ich muss sagen, ich bin gerade ein bisschen lost. Aber anscheinend habe ich gerade einen Eislaufplatz gespottet. Das Einzige ist, es ist sehr rutschig. Und durch das ganze Eis. Und ich habe auch nicht mehr allzu viel Akku, was etwas blöd ist, weil man fährt ca. 45 Minuten, glaube ich, zum Ikea mit dem Bus. So, ja, wish me luck. Okay, also ich habe es nicht geschafft, ich sitze jetzt im Bus. Wahrscheinlich fahrt der Bus hier auf der Autobahn. Okay, so der aktuelle Stand. Ja, puh, also ich bin fertig für heute. Jetzt geht's dran, dass ich alles einräume. Hm? Heute ist mein erster ganzer Tag in der neuen Wohnung. Ja, also ich muss sagen, ich habe mir gestern dieses Kissen gekauft. Ich habe gut geschlafen. Leider habe ich keine Vorhänge. Das heißt, es war sehr, sehr hell in der Nacht. Aber war okay. Die muss ich halt heute noch aufhängen. Oh, ich bin gestern erst um 1 Uhr oder so schlafen gegangen, weil ich einfach noch alles fertig machen wollte. Also Bettzeug, Nachtkastel, alles aufbauen, was ich gekauft habe gestern im Ikea. Ich gehe jetzt heute schon wieder einkaufen, weil morgen ist Freitag. Ich brauche die Basics. Ich weiß nicht, es ist irgendwie so schwer, Lebensmittel einzukaufen, so dass man halt immer was zu Hause hat. Weil irgendwie, wenn man zu Hause ist, dann ist das alles schon da. Aber man muss halt irgendwann kaufen, auch logisch. Und deswegen fahre ich jetzt dann nochmal in die Mall, weil ich auch so sonst noch ein paar Sachen brauche. See you then. Zwischenmeldung von mir. Also ich habe gestern dann nicht mehr gefilmt in der Mall, weil ich einfach so im Stress war. Also ich bin einfach von einem Geschäft zum nächsten und habe eigentlich versucht, mich nur mal zurechtzufinden. Auf jeden Fall war ich dann noch beim Pizza Hut eine Pizza essen. Sehr teuer, nicht empfehlenswert, war zwar sehr gut, aber sehr teuer. Also ich weiß nicht, man sieht dann jetzt noch die halbe Pizza, also ich habe sie dann mitgenommen. Und das Ganze von dem, also es war vielleicht, also nicht so groß, hat 13 Euro gekostet, also Gönner. Aber dann habe ich wenigstens auch gleich was zum Abendessen gehabt und jetzt werde ich mir in Zukunft kochen. Aber das ist der Grund, warum jetzt gleich die Pizzaszene kommt.
wo ich meine Pizza aufwärme. Aber auf jeden Fall war ich dann in der Mall und habe halt noch mehr Sachen gekauft, wie Kochlöffel, so ein Bügeleisen und so Stuff. Ja, also morgen ist der erste Tag, an dem ich mich wirklich mal nicht chillen kann. Also halt, ich weiß nicht, ist jetzt was so stressig. Jetzt habe ich mir gerade meine Pizza von Pizza Hut, die halbe, die ich mitgenommen habe. Also, was soll ich sagen? Ich meine, bis jetzt bin ich noch immer allein in der Wohnung. Also, ich komme noch erst am 11. oder so an. Und das heißt, ich bin eh sehr, sehr früh dran. So habe ich wenigstens Zeit, mich einzugewöhnen und mit dem ganzen Finnischen klarzukommen, wie der Sprache. Oder halt zumindest, ja, okay. Diesen Ton mag ich nicht sehr gerne. Die Pizza hat Pizza. Die werde ich jetzt aber im Zimmer essen, weil ich muss heute noch Fenster putzen. Ich habe das noch nicht gemacht. Der Rest ist soweit erledigt und jetzt esse ich mal. Dankeschön fürs Anschauen. Ja, das ist mein erstes Video hier von meinem Aufenthalt hier in Finnland. Ja, es klingt noch immer so komisch für mich. Ich bin excited. Ich werde versuchen, so viel wie möglich festzuhalten, einfach auch für mich selbst als Erinnerung. Ich freue mich natürlich, wenn sich das jemand gerne anschaut. Also, ja.